Moin Leute und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf Pixelschieb. Und heute zeige ich euch, welches Aufnahmeprogramm ihr benutzen könnt, wenn ihr nur eine integrierte Grafikeinheit habt oder eben eure Grafikkarte zu alt ist, um die Aufnahmeprogramme von AMD oder Nvidia zu nutzen. Das heißt vor allen Dingen, wenn ihr zum Beispiel sowas wie einen Laptop habt oder eben eine zu alte Grafikkarte. Wenn ihr die Videos für normale Nvidia und AMD Grafikkarten sucht, dann sind die unten verlinkt, aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, wie ihr auch ohne solche Grafikkarten oder eben auf eurem Laptop mit der integrierten Grafikeinheit eures Prozessors easy aufnehmen könnt und dabei wünsche ich euch wie immer natürlich viel Spaß. Und wie auch fast immer beginnt unsere Reise mal wieder im Browser unseres Vertrauens, in meinem Fall hier bei Google Chrome. Sind wir dann in Chrome, geben wir oben einmal OBS Studio ein und drücken dann auf Enter und sehen dann hier schon obsproject.com und wenn wir da einmal draufgegangen sind, sehen wir diese Seite. Die Seite ist unten nochmal für euch easy verlinkt. Dann klicken wir hier auf Installer runterladen, wählen natürlich unser Betriebssystem aus, ist denke ich logisch und schon wird das ganze Ding hier einmal runtergeladen, sollte nicht allzu lange dauern, sind nur 72,1 MB und ist jetzt auch schon fertig. Sobald das Ding dann runtergeladen ist, klicken wir einmal drauf und können dann eigentlich Chrome auch schon wieder schließen und die Installation sollte dann jetzt starten. Kann natürlich ein bisschen dauern, je nachdem wie schnell oder langsam euer Computer so ist und da ist das ganze Ding und dann klickt ihr einmal auf Ja und dann startet die Installation. Die kann bei mir jetzt ein paar Sekunden dauern, denn ich mache das hier auf meinem 5 Jahre alten Laptop. Der hat nur 2 Kerne, also der Prozessor hat wirklich nicht viel Schmackes, sage ich mal. Das heißt, es kann auch einen kleinen Moment dauern. Seid da einfach geduldig. Aber auf jeden Fall installiert ihr dieses Ding hier einmal komplett durch. So, und da sind wir auch schon. Das ganze Ding ist fertig und hier steht noch Launch OBS Studio 26.1.1. Das heißt also, dass wir es starten können und wir klicken jetzt auf Finish und dann startet sich OBS automatisch. Auch das kann bei mir jetzt wieder ein bisschen länger dauern, weil ich zum Beispiel auch gerade die Hintergrundaufnahme gleichzeitig laufen habe und mein Laptop eben nicht der schnellste ist. Aber da sehen wir, hier fängt OBS an, sich zu öffnen. Und wir können jetzt hier sagen, was wir damit machen wollen. Wollen wir streamen oder aufnehmen? In meinem Fall, ich möchte jetzt hier gerade gerne aufnehmen und nicht streamen. Deswegen klicke ich hier auf für Aufnehmen optimieren. Streamen ist zweitrangig. Und dann geht es hier weiter. Hier können wir einmal schon mal die Auflösung auswählen, mit der wir aufnehmen wollen. Und die FPS, mit denen wir aufnehmen wollen. Ich sage hier, dass ich mit 60 FPS aufnehmen will. Und das Ganze kommt natürlich auch darauf an, wie gut euer Computer ist, beziehungsweise wie schnell der ist. Je nachdem könnt ihr natürlich eine bessere Auflösung wählen oder eben auch mehr FPS. Passt da halt auf, dass das passt, weil sonst ist euer Video ruckelig oder es gibt anderweitige Grafikfehler. Dann klicken wir hier auf Weiter und sehen die Einstellungen, die hier übernommen wurden. Und ich würde sagen, hier, das können wir so erstmal übernehmen. Ich zeige euch aber gleich noch die anderen Einstellungen. Jetzt wichtig, jetzt sehen wir, dass wir eigentlich gar nichts sehen. Es ist einmal schwarz und das liegt an zwei Dingen. Die erste ist, dass wir hier noch keine Quelle hinzugefügt haben. Das heißt, wir haben noch keine Bildschirmaufnahme hinzugefügt. Und deswegen klicken wir hier unten einmal auf Hinzufügen und dann hier auf Bildschirmaufnahme. Und ja, ich lasse die einfach, die heißt jetzt einfach Bildschirmaufnahme und ich klicke hier auf OK. Und wir sehen hier Bildschirm 1 will ich auswählen. Wir sehen aber schon, irgendwie habe ich kein Bild. Und wie ihr das fixen könnt, das zeige ich euch gleich. Als erstes steht hier unten aber noch Mauszeiger aufnehmen. Ja, nein. Von mir aus, ja, der Mauszeiger ist ganz praktisch, wenn man ein Tutorial macht, dass man den halt sieht. Wir sehen jetzt aber, hier ist die Bildschirmaufnahme und wir sehen gar nichts. Was kann ich da tun? Das Ganze hier, das betrifft, soweit ich weiß, vor allen Dingen Leute, die einen Intel-Chip haben in ihrem Computer, der auch eine Grafikeinheit hat. Und da kann es eben zu Problemen kommen, wenn der Computer ein bisschen verwirrt ist, welchen Grafikchip soll ich jetzt benutzen. Und wie ihr das macht, wie ihr hier ein Bild bekommt, das zeige ich euch jetzt. Als erstes schließt ihr das ganze Ding einfach und drückt dann die Minustaste und gebt einmal Einstellungen ein und drückt Enter. Dann werden sich eure Einstellungen öffnen. Dann geht ihr hier auf System, Anzeige und scrollt kurz runter, bis ihr auf Grafikeinstellungen kommt. Und da klickt ihr dann einmal drauf. Und dann steht hier, wählen Sie eine App aus, um die Einstellungen festzulegen. Und dann klicken wir hier auf Durchsuchen und müssen uns dann dahin durchklicken, wo wir eben OBS installiert haben. In meinem Fall hier Programme OBS Studio. Dann, wenn ihr bei OBS Studio seid, müsst ihr hier auf den Bin-Ordner gehen, dann auf 64-Bit und dann seht ihr hier die OBS-Exe, also die Datei, die ausgeführt wird, damit OBS eben läuft. Also prinzipiell ist das die OBS-Datei, die ihr laufen habt, also das Programm. Und hier klickt ihr einmal auf Hinzufügen. Wenn ihr das getan habt, dann klickt ihr hier unten auf Optionen und hier sehen wir,
die Frage, welche Einstellung bevorzugen Sie für die Grafikleistung? Das liegt daran, dass mein Computer hier einmal eine Grafikkarte drin hat, nämlich die Nvidia GeForce 840M. Das ist eine Grafikkarte, die hier drin ist. Ich habe also nicht nur einen integrierten Grafikchip, sondern auch eine Grafikkarte. Die ist aber, wie bei vielen anderen auch, zu alt für Nvidia Shadowplay. Das heißt, mit der kann ich nicht aufnehmen. Und wenn ich das hier auf Windows entscheiden lasse, dann wird OBS versuchen, das ganze Ding hier zu nehmen, um eben aufzunehmen, um den Bildschirm aufzunehmen. Das funktioniert aber nicht. Deswegen müssen wir hier unbedingt das Häkchen bzw. den Kreis bei Energiesparmodus setzen, damit eben die integrierte Grafikeinheit genutzt wird und dann hier auf Speichern klicken. Haben wir das getan, können wir das ganze Ding schließen und wir sehen hier, OBS Studio ist auf unserem Desktop jetzt da. Und dann würde ich sagen, öffnen wir das wieder und dann kann das wieder ein bisschen dauern. Wir sollten jetzt aber sehen, ja, es hat funktioniert. Hier sehen wir jetzt unser Bildschirm und können den dann auch, wenn wir hier auf Aufnahme drücken, beziehungsweise, wo ist es da, Aufnahme starten, können wir jetzt den einfach aufnehmen. Hier unten noch ganz kurz, hier haben wir dann die Lautstärke von unserem Mikrofon, beziehungsweise auch von den Systemsounds, je nachdem, was ihr da gerade abspielt, könnt ihr hier einstellen. Natürlich könnt ihr die auch einfach easy muten und ihr findet hier noch ein paar weiteren Einstellungen zum Sound und könnt da noch ein bisschen rumspielen. Aber ganz wichtige Einstellungen findet ihr auch noch hier bei Einstellungen und wenn wir die jetzt öffnen, dann hakt das ganze Ding ein wenig, weil mein Laptop gerade wirklich an seine Leistungsgrenze kommt mit der Aufnahme, die im Hintergrund noch läuft. Und ganz wichtig fürs Aufnehmen ist aber hier die Videoeinstellung. Und hier haben wir einmal die Auflösung, mit der wir aufnehmen, beziehungsweise die Auflösung, die unser Laptop hat. Die ist hier auf 1080p. Die skalierte Ausgabeauflösung ist aber bei uns gerade hier bei 480p. Die würde ich hochsetzen, definitiv auf 1080p. Das ist nämlich quasi die Auflösung, mit der wir am Ende dann auch aufnehmen. Das heißt, die Auflösung, die unsere Bildschirmaufnahme am Ende hat. Er hat sie wahrscheinlich 480p genommen, weil er getestet hat, hey, wie viel Leistung hat der Laptop? Und weil der Laptop gerade im Hintergrund aufnimmt, hat er gemerkt, er hat nicht viel, also nehmen wir 480p. Das sollte aber auf jeden Fall auf 1080p stehen. Meiner Meinung nach. Hier könnt ihr dann noch die FPS auswählen, mit wie viel FPS ihr aufnehmen wollt. Und natürlich habe ich hier 60 FPS ausgewählt. Hier den Skalierungsfilter, den würde ich einfach so lassen, wie OBS das bei euch schon übernommen hat, beziehungsweise wie OBS das am Anfang eingestellt hat. Genau, und dann seid ihr prinzipiell auch schon fertig. Ihr könnt noch hier im Ausgabetab auswählen, wo ihr die Videos hin speichern wollt. Ganz, ganz wichtig, damit ihr am Ende wisst, hey, wo ist mein Video eigentlich hin? Und ihr könnt hier auswählen, wie gut die Qualität sein soll, mit der ihr aufnehmt. Und natürlich steht ja auch dabei, je höher die Qualität, desto größer werden die Dateien. Genau, kommt dann immer darauf an, wie viel Speicherplatz ihr habt. Und ihr könnt hier noch das Dateiformat auswählen. Ich würde hier zum Beispiel einfach mal MP4 nehmen, einfach weil es mit vielen, vielen Dingen kompatibel ist. Allerdings steht hier hinten nochmal hier unten, dass, wenn es einen Fehler mit der Aufnahme gibt, dass das MP4 dann nicht gespeichert werden kann. Das ist bei MKV anders, denn da ist es so, wenn die Aufnahme abbricht oder der Laptop abstürzt, na, beim Absturz weiß ich es nicht ganz genau, aber wenn die Aufnahme aus irgendwelchen Gründen abbricht, dann ist es meiner Meinung nach, beziehungsweise meines Wissens nach, möglich, dass man die Datei dann bis zu dem Moment, wo es abgestürzt ist, eben abspielen kann. Bei MP4 ist es so, dass dann die ganze Aufnahme komplett, ja, korrupt ist, wie Windows so schön sagt, beziehungsweise wie es im Englischen falsch übersetzt aufs Deutsche heißt. Das heißt, die ganze Datei ist komplett zerstört und man kann sie nicht abspielen. Deswegen sicher ist hier MKV, da kann es aber zu Kompatibilitätsproblemen führen, gerade mit DaVinci Resolve, einem sehr guten kostenlosen Schnittprogramm. Bei Encoder ist die Hardware ausgewählt, das heißt, es wird versucht, die Hardware zu nutzen, um eben aufzunehmen. Das heißt, die Beschleunigung des Programms läuft über Hardware, ist ein bisschen kompliziert, heißt aber, es wird nicht über Software gelöst und in der Regel ist die Hardware-Beschleunigung deutlich besser und vor allen Dingen nicht so rechenintensiv, also hier auf jeden Fall bei Hardware bleiben. Außer irgendwas funktioniert überhaupt nicht, dann würde ich vielleicht auch mal zu Software wechseln, einfach um zu gucken, ob es dann funktioniert. Genau, damit habt ihr eigentlich die wichtigsten Einstellungen, die es hier so bei OBS Studio gibt. Und wie gesagt, könnt ihr dann hier einfach aufnehmen, indem ihr hier auf Aufnahme starten drückt und dann ist die Aufnahme gestartet und dann könnt ihr sie wieder beenden und dann ist die Aufnahme beendet und ihr findet eure Aufnahme in dem Ordner, den ihr vorher hier in den Einstellungen, ich habe es eben gerade gezeigt, festgelegt habt. In meinem Fall müsste das hier einfach bei Videos sein und wir sehen hier unten, da ist die Datei, die ich eben aufgenommen habe. Genau, und so könnt ihr dann easy und einfach, ja, hier einfach mal doppelt erwähnt, eben auch mit eurem Laptop bzw. eurer integrierten Grafikeinheit bzw. mit einem PC, der eine ältere Grafikkarte hat, die nicht unterstützt wird zum Aufnehmen mit Nvidia Shadowplay oder auch mit AMD Relive, eben auch Dinge und Gameplay aufnehmen. Wenn euch dieses Video gefallen hat und geholfen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da, gerne auch ein Abo und schreibt mir in die Kommentare,
was ihr sonst noch so wissen wollt. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch Fragen oder Probleme zu OBS oder anderen Aufnahmeprogrammen oder manchem Programm habt. Also schreibt alles gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch dieses Video hier angesehen habt. Ich hoffe, ihr könnt damit coole Sachen aufnehmen. Macht nicht so viel Mist und bleibt gesund, setzt euch eine Maske auf, haltet Abstand und seid einfach nette Menschen. Bis dahin, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Macht es gut, bis dahin, ciao.